Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, zu den Berliner Gesprächen. Mein Name ist Bernd Warnd und wir begegnen heute einem Phänomen, das seit Jahren durch die deutsche Kulturlandschaft irrlichtert, dessen Stellenwert vergleichbar ist mit der Gruppe 47 oder Wiener Aktionisten, Frankfurter Schule. Meine Damen und Herren, hier sind Sie, die braunen Jungs von der Waterkant. Hier ist Studio Braun. Guten Abend. Guten Abend. Erstmalig in Ihrer Geschichte steht die gesamte Führungsriege Rede und Antwort. Sie werden die Pferdedecke des Schweigens einen Spalt breit lüften, einen schaurig schönen Einblick in die inneren Strukturen gestatten. Kurz, das Phänomen im analytischen Fokus von Tiefenpsychologie und Modulardogmatik knacken wie eine überreife Nuss. Ja? So, zunächst einmal werde ich die Mitglieder im Einzelnen vorstellen. Der längste zuerst, Jacques Palminger, mit 1,87 Meter, ein Grand Seigneur im Gardemaß. Eine durchaus beeindruckende Erscheinung. Jacques, Sie sind Energetiker und selbsternannter Obstmystiker. Ihre engen Freunde nennen Sie Schubasco oder Fummelinchen. Wie passt das alles zusammen? Mein lieber Bernd, da scheinen wohl ein paar mehr Seelen in einer Brust zu wohnen. Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, Jacques, wenn du die Brille abnimmst, dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass da Nase und Bart gleich mit abgeht. Also irgendwo muss ich schon auch ein witziger Typ sein. Gleichzeitig sehe ich mich eher als ein Schlüssel mit Bart, der in der Lage ist, menschliche Türen zu öffnen. Türen, die zum Teil noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt Türen sind. Ja, dann Heinz Strunk. Sie sind so etwas wie der Motor, der Fleißarbeiter von Studio Braun, der den gerade Ende der 90er Jahre leckgeschlagenen Tanker durch einen radikalen Reformkurs wieder in sicheres Fahrwasser geführt hat, Heinz Strunk. Wie stehen Sie denn zu diesem Reizthema? Ich darf mich wenigstens hier am Anfang kurz halten und in Stichworten antworten. A1, Erfolg ist die Ausnahme und eben nicht die Regel. A2, die Produktion folgt den Märkten und nicht umgekehrt. A3, es geht mir nicht darum, Sympathiepunkte zu sammeln, sondern erstmalige Ergebnisse zu optimieren. Und A4, wenn ich mir diese Anmerkung gestatten darf, ein Mann, der bei einem Konzert ein Feuerzeug in die Luft hält, ist kein Mann. Dankeschön erstmal. Ja, und dann die Nummer 3. Rocco Schamoni. Sie gelten als die bärbeißige Sphinx der Erotikszene. Nicht? Leute springen begeistert auf, wenn sie vorbeikommen. Selbst hartgesottene Soldatentypen finden sie süß und niedlich. Und erliegen einem spontanen Streichel- und Kratzreflex. Wie erklären Sie sich diese starke, wollen wir mal sagen, faszinierende Ausstrahlung, die Sie haben? Bernd, wie entsteht Faszination? An welchem Punkt setzt Faszination ein, ausgestrahlt zu werden? Und bei mir kann ich sagen, dass ich kann mich daran erinnern, dass die ersten Menschengesichter, die ich gesehen habe, um mich herum, direkt im ersten Moment an fasziniert waren. Und das hat von dem Moment an eigentlich nie wieder aufgehört. Wenn ich zum Beispiel eine Straße lang gehe, dann gibt es Leute, die mich spontan angucken oder von der anderen Straßenseite rübergucken, mal einfach in meine Richtung. Und so geht das eigentlich schon seit 40 Jahren. Ja? Ich bin da eigentlich ganz gut mitgefahren. Es ist nicht immer ganz leicht für mich, aber ich bin zufrieden damit. Ja, so, dann ist es jetzt Zeit, mal in Medias Res zu gehen. Wenden wir uns als erstes dem vielleicht wichtigsten Baustein aus Ihrem humoristischen Werkzeugkasten zu den Telefonarbeiten. 3 kurze, anschauliche Beispiele, die besondere Note und den Schwung fernmündlicher Kostbarkeiten besonders anschaulich illustrieren, wie ich meine.